16, Vers 36. Sure 4, Vers 165. Die muss man jetzt nicht unbedingt auswendig lernen. Ich gebe gleich als Aufgabe. Umso mehr man auswendig lernt von Versen, umso besser. Ist klar. Aber jetzt für den Test fordere ich nicht, dass man alle Verse aufzählt. Ich fordere von diesen vier Sachen nur, dass man zwei Verse über die Wichtigkeit der Dauer aufzählt. Da wäre der Sure 16, Vers 125 sowieso schon, weil der muss unbedingt sitzen, der Vers. Ja? Warum ist der ein Befehl? Warum ist der so wichtig, Sure 16, Vers 25? Weil hier sieht man, dass es ein Befehl ist. Rufe auf. Und in der Scharia gibt es eine Regel. Immer wenn ein Befehl kommt in Koran und Sunna, da gibt es eine Regel, die heißt Al-Amru Yaqtadi Al-Wujub. Das heißt, der Befehl beinhaltet oder führt zum Verpflichtung. Es sei denn, man hat einen Beweis, das nicht als Verpflichtung gemeint ist. Wenn der Prophet a.s. sagt, tue dies, ist das Verpflichtung. Das heißt, eine Verpflichtung, ein Wujub ist, man wird belohnt, wenn man es tut und man kriegt eine Bestrafung, wenn man es lässt. وَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالثَّوَابِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِ بِالْعِقَابِ وَنَدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُمْ فِي تَرْكِ الْعِقَابُ. Ja, es gibt dann solche Schirr-Sachen, die man auswendig lernt, wo das drin ist. Also, das, was Pflicht ist, wenn man das tut, kriegt man Belohnung. Wenn man das lässt, kriegt man, hat man Bestrafung verdient. Natürlich, Allah kann dann auch verzeihen. Das ist wieder eine andere Sache. Ja? So, das ist ein Befehl. Ud'u, rufe auf. Jetzt geht's weiter. Diese Sache ist die Auszeichnung der Umma. Und ich wollte noch etwas zu den Aufgaben der Propheten sagen. Alle Propheten kamen mit der Dawa. Alle. Aber nicht alle Propheten kamen mit Dschihad. Das wollte ich nur gesagt haben. Nur von Bani Israel, wie auch im Alten Testament, kam mit Dschihad. Das heißt Kampf. Und der Prophet Muhammad a.s. Aber alle Propheten kamen mit Dawa. Und das zeigt die Wichtigkeit der Dauer auf. Dann, das ist die Auszeichnung dieser Umma. In Sure 3, Vers 110 sagt Allah, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter Menschen hervorgekommen ist. Warum? Weil ihr das Gute gebietet, das Schlechte verbietet und ihr glaubt an Allah. Das heißt, Allah nennt hier zuerst als Kennzeichen dieser Umma. Ihr seid die beste Gemeinschaft. Danach fragst du, warum? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Du fragst, warum? Dann sagt er, ihr gebietet das Gute und verbietet das Verwerfliche. Was ist das? Gute gebieten, schlechte verbieten ist Dawa. Denn die Dawa ist das Gute gebieten, das Schlechte zu verbieten. Man da'ila hudan, wer zu einer Rechtleitung aufruft. Entweder etwas zu verlassen, was falsch ist, oder etwas zu tun, was richtig ist. Okay? Und hier wird es sogar noch vor dem Glauben an Allah genannt. Und das zeigt, wie stark der Glaube an Allah verbunden ist mit dem guten Gebieten und schlechten Verbieten mit der Dawa. Weiter. Diese Sache, und das ist jetzt ein Vers, der muss unbedingt sitzen, dieser Vers, der muss rein. Das ist ein Vers, der so etwas von wichtig ist in der Dawa. Der ist in Sure 12, Vers 108. Ja? Da sagt, da soll der Prophet sagen, Kull, sprich, Hadihi sabili. عدت إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Das heißt, hier sind die drei Bedingungen der Dawa vorhanden in diesem Vers. Ja? Er sagt, der Prophet soll sagen: قل هذه السبيل, dies ist mein Weg. Wer ist dein Weg? عدت إلى الله على بصيرة. Das heißt, er gibt hier als den Weg an, die Dawa ist sein Weg. Und dann sagt er, die ich und die, die mir folgen, ja. Guck mal jetzt hier, in diesem Vers, und wir kommen auf den Vers gleich nochmal zurück. Aber hier zeigt er ganz klar, der Weg des Propheten ist die Dawa. Das ist der Weg. Das heißt, wenn du die Dawa nicht machst, hast du nicht die Eigenschaft der besten Umma und du folgst in dieser Sache nicht dem Propheten, a.s.w. Und dieser Vers, was sagt er dann? Rufe zu Allah mit Wissen. Und dann am Ende sagt er, wa ma anna min al-mushrikin. Das heißt, die Lossagung von den Mushrikin. Denn das ist auch sehr wichtig in der Dawa. Ihr müsst wissen, unsere Dawa und Atu ilallah, das ist die andere Bedingung, dass man Ikhlas bei der Dawa hat. Man ruft nicht zu einer bestimmten Gruppe oder zu einer bestimmten Tat, sondern man ruft zu Allah. Atu ilallah, ruft zu Allah. Nicht, ich rufe zu Miligur, zu Ditib, zu Naqshbandi oder irgendwas, sondern ich rufe zu Allah. Rufe zu Allah. Wie? Mit Wissen. Wovon? Zwei Arten von Wissen. Erste Art von Wissen, Wissen von der Lage der Leute.
Was ist der Beweis dafür? Der Prophet a.s., als er Mu'ath ibn Jabal in den Jemen geschickt hat, hat er gesagt, إِنَّكَ لَتَهْتِ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَقُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوْمْ إِلَيْ أَيُّوَحِّدُ اللَّهِ. Er sagt, hier, du kommst zu einem Volk von Ahlul Kitab. Das heißt, du musst gucken, wie rätst du die ein. Soll das Erste sein, dass du sagst, sie sollen die Shahada machen. يُوَحِدُ اللَّهِ, damit ist Tawhid gemeint. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ja? So, dann sagt er am Ende, وَمَا عَنَّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ. Ja, was Subhanallah wa ma'anna min al-mushrikin. Dann, Entschuldigung, die zweite Art von Wissen ist das Wissen von der Religion. Und da haben wir eben schon gesagt, das Wissen von der Religion, ja, ist nicht mit gemeint, dass du vollständiges Wissen haben musst, wie Salih al-Sheikh gesagt hat, sondern damit ist gemeint, dass du das weißt, wozu du aufrufst. Weil es gibt heute einige Leute, die sich als wissend ausgeben und die mit einer die vor der Bidda geflohen sind, eine andere Riesenbidda gelandet sind, die noch nie jemand gesagt hat. Wenn jemand Dawa macht, dann sagen die zu ihm, ja, der muss erstmal studiert haben, 20 Jahre und so weiter. Das ist Quatsch. Du musst Wissen haben von dem, wozu du aufrufst. Wenn du weißt, was Kul hu Allahu Ahad bedeutet, ruf zu Kul hu Allahu Ahad. Aber geh nicht weiter raus. Red nicht über Erbrecht, rede nicht über irgendwelche, was weiß ich, über irgendwelche Dinge. Rede nur von dem, wovon du Wissen hast. Und hier sagt auch Sheikh Fawzan in der Buch, ja, فَلَا يَلِيكُ بِجَاهِلٍ أَنْ يَدْخُلَ مَيْدَانَ الدَّعَوَ حَتَّى يَتَعَلَّمَ وَيَتَبَصَّرَ وَيَتَرَوَّ بِالْعِلْمِ النَّافِ. Also wenn jemand unwissend ist, dann soll er nicht in das Feld der Dawa eintreten, bis er gelernt hat, bis er nützliches Wissen sozusagen gelernt hat. Jetzt sagt er aber, وَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ بَعْدُ عِلْمٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَدْعُو بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ وَيَتَوَقَّفُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا وَلَا يَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ. Ja, und so weiter. Dann sagt er hier ganz klar, aber wenn er etwas Wissen hat, ja, oder ein bisschen Wissen hat oder von einer Sache Wissen hat, dann ruft er zu dem auf, wovon er Wissen hat und hält sich von den Sachen fern, stoppt dort, wovon er kein Wissen hat. Das ist der Punkt. Deswegen, wenn ihr in der Dawa seid, draußen, ihr redet mit jemandem über Islam, der kommt mit einer Frage, die schwer ist. Was sagt ihr dann zu dem? Ihr sagt dann zu ihm, Entschuldigung, weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Das ist überhaupt kein Eib, ist überhaupt gar keine Schande. Viele Leute denken, wenn sie in der Dawa sind, da kommt jemand und fragt irgendeine Frage, die sie nicht beantworten können. Das ist Eib, das ist jetzt eine Schande. Das ist Quatsch. Und das ist wichtig, Brüder. In der Dawa, die Wirkung spielt eine große Rolle. Die Wirkung spielt eine große Rolle. Wenn der dich was fragt und du wirkst unsicher, du hast verloren. Der wird wahrscheinlich vielleicht gar nicht durch dich mehr zum Islam kommen, vielleicht durch eine andere Person. Weil du zeigst ihm Unsicherheit. Aber wenn er dich irgendwas fragt, der fragt dich zum Beispiel, ich habe eine Frage an dich, wer hat dieses und die, wer hat Allah erschaffen? Was ist das denn für einer? Wer hat das Meer erschaffen? Wer hat die Menschen erschaffen? Wer hat die Welt erschaffen? Dann sagt er, wer hat Allah erschaffen? Ach, du bist total unsicher, du bist unglaubwürdig geworden. Wenn du aber sagst, ich habe jetzt keine Antwort darauf, ich muss erstmal jemanden fragen, der mehr Wissen hat. Du wirkst überhaupt nicht unsicher, du sagst nur, ich habe noch nicht von allem Wissen, ich frage mal. Aber die einfachste Antwort ist ganz einfach. Leute, viele Leute, für die ist die... Letztens fragt mich jemand, der sagt, ja, boah, mich hat einer Schachmatt gesetzt, hat mir diese Frage gestellt. Wer hat Allah erschaffen? Die Antwort ist ganz einfach. Keiner. Ein Wort. Dann sagt er, musst du irgendjemanden erschaffen haben, was sagen wir dann? Das ist eine logische Herangehensweise. Gut, dass du es sagst. Positiv aufgewertet. Dann sagen wir zu ihm, aber das zeigt du, dass du das Verständnis von Allah noch nicht hast. Denn Allah ist anders als seine Schöpfung. Denn Allah sagt im Koran ganz klar und eindeutig, ja, nichts ist ihm gleich. Das heißt, du vergleichst gerade Allah mit seiner Schöpfung, aber du musst wissen, wir im Islam glauben, dass Allah sich von seiner Schöpfung unterscheidet. Das heißt, wenn alles seinen Anfang hat, dann heißt das nicht, dass Allah einen Anfang hat, denn Allah hat weder Anfang noch Ende. Qadimun billi ibtida'in, da'imun billi intihain, la yafna wa la yabit wa la yakunu illa ma yurid. La tudriku al-afham, ولا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق باللهجة رازق بالمؤنة مميت بالمخافة باعث بالمشقة ما زال بصفات قديم قبل خلق